So, moin, wir haben Dienstag, 16.07. Ich bin hier am Bahnhof Köpenick, das ist ein Blick Richtung Erkner und wie ihr sehen könnt, die Gleislücke ist geschlossen, gestopft, gerichtet, Stromschiene ist montiert, sämtliche Schaltmittel für Signale, siehe hier, sind auch wieder montiert. Und gleichzeitig hat sich einiges Neues hier aber in Köpenick auf und am Bahnsteig ergeben, aber das zeige ich euch gleich. So, das ist ein Bild Richtung Bahnhofstraße, Hämmerlingstraße. Ja, und wie ihr sehen könnt, die Lärmschutzwand, ich mache euch das mal ein bisschen größer. Die erstrahlt in Rot-Weiß, also in den Vereinsfarben von Union Berlin, welche ja hinten an der Hämmerlingstraße fast zu Hause sind. So, neu hier aufgestellt worden ist der hintere von den beiden grünen Masten. Der also mit dem Ausleger da dran. Ja, und ich denke mal, dass das dann hier wahrscheinlich doch so sein wird, wenn die S-Bahn umgeschwenkt wird, bekommt das jetzt befahrene S-Bahn-Gleis, also das Richtungsgleis nach Erkner, wird dann, denke ich mal, sicherlich der Fernbahn zugeschlagen, dass man hier im Bereich des Bahnhofs Köpenick diese alte Viaduktkonstruktion, die sich hier rechts neben mir befindet, dann abreißen kann, ohne dass alles abrutscht, denn die Streckenkapazität muss ja erhalten bleiben. Hinter mir ist genau das Gleiche passiert. Hier hat man auf dem Bahnsteig ebenfalls so einen Turmmast aufgestellt mit Ausleger. Die Tragarme für die Fahrleitung fehlen noch dran, aber ich denke mal, das ist das kleinere Problem, was man dann haben wird. Auf jeden Fall, so sieht es jetzt hier aus. Hier ist noch eine Lücke auf dem Bahnsteig, wo sicherlich, denke ich mal, auch noch ein Betonfundament oder ein Mastfundament reinkommt. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht drin. Aber hier im Bahnhof Köpenick hat die STRABAG so einen Fahrleitungsmast Betonierzug abgestellt. So, hier ist ein Blick auf die fertige neue Brücke der Bahnhofstraße. Wie gesagt, das Gleis ist hier schon fertig verlegt. Hier sind auch zur Schallminderung diese Schienensteckdämpfer montiert. Und die Ankündigung der Langsamfahrstelle, welche ihr dort sehen könnt, das ist dann sicherlich dem Gedanken geschuldet, da das Gleis ja sowieso noch neu ist und hinten in der Hämmerlingstraße ja diese Behelfsbrücke ist. Und daher denke ich, dass man aus dem Grund hier diese Langsamfahrstelle dann einrichtet, wenn der S-Bahn-Verkehr hier wieder über die Seite laufen wird. Das wird, denke ich mal, im Bereich der Sommerferien passieren. So, und jetzt geht's runter. So, und dann gibt es hier mal noch eine Totale, wie es hier jetzt auf der Nordseite vom Bahnhof Köpenick aussieht. Im Moment sind Arbeiter dabei und vermessen jenes Stück hier unter dem Neugebauten. Denn wie ihr dort ja sehen könnt, ist da ja noch eine Lücke, die auch verfüllt werden muss. Vom Gehweg will ich gar nicht erst reden. So, das ist aber das Letzte, was da drüben gemacht werden muss.
Und wenn ich dann hier mal so rumschwenke, dann schaut mal da auf die Böschung. Da sprießt und blüht und gedeiht auch schon das zarte Grün. Ja, und ich werde jetzt mal die Brücken bis zur Hämmerlingstraße abklappern und mal gucken, was es dort noch zu sehen gibt. So, hier ist dann ein Blick auf die Zufahrt zum Forum Köpenick. Das ist die vordere Unterführung. Die ist auch jetzt wieder für Autos geöffnet. Und dahinter, sprich dort, das ist die Brücke über die Wuhle. Da ist ja, wie gesagt, jetzt auch das erste Gleis geschlossen. Ja, und mehr gibt es hier aufgrund der Lärmschutzwand jetzt nicht zu sehen. So, und hier stehe ich jetzt auf der Wuhlebrücke und hier kann man jetzt Folgendes sehen. Bis hinter die Wuhlebrücke ist eine hohe Lärmschutzwand. Die niedrigere, die geht ungefähr bis hinten die Siedlung anfängt an der Hämmerlingstraße und dann geht es wieder in die hohe Lärmschutzwand über, hat dem Grund. Eine Kleingartenanlage gilt gemäß Lärmschutzverordnung nicht als Wohngebiet und von daher gelten dort andere Lärmschutzrichtlinien, wie hier, wo praktisch rechts und links neben der Strecke bebaut ist. So, und selbstverständlich gibt es auch hier in dem Bereich zwischen Hämmerlingenstraße und dem Bahnhof Köpenick Rettungskonzepte, wenn hier die Lärmschutzwand fertig steht an allen Gleisen. Da ist dann so alle 400, 500 Meter eine solch breite Tür. Im Vordergrund seht ihr ja schon die Holzverschalung. Das ist also schon die Auflage für die Treppenstufen, die dann da drauf kommen, so dass man dann praktisch vom Bahndamm hier runter an die Straße am Bahndamm dann kommt. So, das ist jetzt ein Blick Richtung Wuhleide. Da habt ihr auch jetzt mittlerweile schon einen Blick auf die Lärmschutzwand. So, im Vordergrund steht so eine Spundwandramme und hier muss ich erst mal gucken, da wo der Bagger steht. Ja, da sind schon zwei Elemente in den Boden gerammt. Ob das nur Proberammung war oder für irgendwas ist, kann ich euch leider nicht sagen. Ja, mehr hat sich hier an der Brücke Hämmerlingenstraße noch nicht getan, aber ich denke mal, dass sich das demnächst dann auch ändern wird. Dass es dann auch verstärkt mit dem Brückenbau hier losgeht. Aber ich denke mal, dass das erst der Fall sein wird, wenn die S-Bahn umgeschwenkt wurde. Oh, tatsächlich, hier hat sich doch was getan. Wie ihr sehen könnt, hier hat man schon angefangen, so einen Spundwandkörper aufzubauen. Und ich gehe mal davon aus, dass der demnächst dann auch frei bzw. ausgeschachtet ist, dass man dann hier tatsächlich beginnt. Ach so, übrigens noch mal ein kleines Detail am Rande. So, hier habt ihr dann noch mal die Bauwerksbezeichnung und die technischen Daten der Hilfsbrücke hier Hämmerlingenstraße. Also das ist die, die jetzt hier in das Gleis, in das neue S-Bahn-Gleis eingebaut wurde. Lesen kann ich es von hier aus, wo ich jetzt stehe, nicht. Aber das werdet ihr ja dann können, wenn ihr euch das fertige Video angeschaut habt. So, hier bin ich jetzt auf der anderen Seite der Hämmerlingenstraße, also auf der Fernbahnseite.
So, und wie ihr sehen könnt, hat hier die Strabag sich so eine Logistikfläche geschaffen und hier sind jetzt den ganzen Tag diese Holzplattenelemente abgeladen worden, wo man dann mit schwerem Gerät drauf rumfahren kann, ohne dass man nennenswert in Boden einsinkt. Des Weiteren liegen hier auch jede Menge Elemente für Spundwände. Das ist also jetzt auf der Westseite, also der Südwestseite Hämmerlingenstraße, also Richtung Stadtforst, Richtung Wuhlheide. So, und auf der Südostseite hat man hier auch schon angefangen, so eine Rampe und so ein Podest aufzuschütten. Also wofür das sein wird, kann ich euch dann noch nicht sagen. Das erschließt sich mir noch nicht. Aber eine Rampe dient dazu, dass hier Straßenfahrzeuge hochkommen. Aber was dann passiert, keine Ahnung. Und wenn man dann hier mal so hinterfilmt, dann könnt ihr ja sehen, dass sich da am Bahndamm her noch nichts weiter getan hat. Ich werde jetzt auf jeden Fall vorne zum Forum vorlatschen, um auf die andere Seite zu kommen. Und da gibt es dann die nächsten Bilder. Jetzt habe ich doch eben gerade erst begriffen, dass ich jetzt nicht mal vorlatschen mehr muss zum Bahnhof Köpenick, sondern dass ich hier jetzt durch die Forumszufahrt gehen kann. Interessant, kleines Detail am Rande. Für tiefer gelegte Fahrzeuge bzw. Sonderausstattung wie Bug- und Heckspoiler und Dachaufbauten ist die Zufahrt des Parksdecks untersagt. Für Schäden am Fahrzeug wird keine Haftung übernommen. Und interessant ist ja, wusste ich auch nicht, also es ist tatsächlich so, dass man hier nur mit 1,90 Meter hohen Fahrzeugen eigentlich reinfahren darf. Ja, ist schon interessant. Also Manni mit seinem Manta und Rolf mit seinem Golf finden in diesem Parkhaus dann, wenn sie tiefer gelegt sind und Dach- und Heckspoiler haben, kein Zuhause. So, hier ist dann der Blick auf die Wuhlebrücke und den Damm Richtung Hämmerlingenstraße. Ja, und wie ihr seht, die Sträucher und Bäume wachsen wieder in die Höhe. Und wenn man nicht dieses Jahr noch hier anfängt, darf man nächstes Jahr erstmal mit der Gartenbaufirma kommen, die dann hier erstmal Grünschnitt macht. Aber nun gut, lässt sich halt nicht verändern, bestimmte Bauabschnitte. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mich in die Höhen schwingen, sprich wieder rein ins Parkhaus, und zum Abschluss wird es dann noch mal einen Blick auf diese Stützwand geben, da in dem Bereich, wo die beiden Häuser abgerissen wurden. So, das ist dann hier nochmal ein Blick aus den Schießscharten Richtung Westen. Unten könnt ihr die Wuhlebrücke sehen, oben auf dem neuen S-Bahn-Gleis. Da sind im Moment Restarbeiten an den Kabelkanälen zu machen. Und da ist die Strabag mit zwei Wegebaggern im Einsatz. Und dann könnt ihr hier auch sehen, dass das neue S-Bahn-Gleis etwas höher gelegt wurde wie das alte. So, und da könnt ihr den zweiten Bagger sehen im Hintergrund rechts oben, den S-Bahnhof Köpenick. Ja, und still ruht der See. Hier im Bahnhof Köpenick ist übrigens auf der Fernbahnseite, wie ihr
Stelle von 50 km/h. Das ist den Brücken geschuldet, den Behelfsbrücken, die hier liegen, aber das erledigt sich ja auch so langsam. Ja, und so sieht die Sicht aus, wenn ich das Ganze groß ziehe. So, und so sieht das jetzt auf der anderen Seite raus, also praktisch wo die Zufahrt zum Güterbahnhof Köpenick ist. Die Häuser samt ihrer Reste sind mittlerweile abgefahren worden und der Bagger hier macht alles schön glatt, dass man hier demnächst dann auch mit den Bauarbeiten sicherlich beginnen kann, denn wenn ich mal so hier gucke, da hinten dieses Gerät, das sieht für mich irgendwie so aus, als wäre das so ein Aufsatz, wo man mit in der Erde bohren kann, aber mag mich auch täuschen. Aber wie gesagt, hier im Vordergrund ist auch schon jede Menge ausgeflockt und so ein Bohrgestänge steckt dort auch in der Erde, als wenn man da schon guckt, wie der Untergrund aussieht. So, das war's jetzt hier aus Köpenick. Ich wünsche euch was, habt eine schöne Woche und bis demnächst in diesem Kino.